zeichne ich ja auch wieder auf. Gut, so. Jetzt machen wir mit was modernerem weiter, mit der Mobilkommunikation. Also wir haben bislang ja drahtgebundene Kommunikation gemacht, relativ ausführlich. Wir kommen auch auf Aspekte der drahtgebundenen Kommunikation wieder zurück. Also der LDPC, der wird uns wieder begegnen wahrscheinlich. Und ein paar Dinge von dem, was jetzt kommt, kann man natürlich auch im Draht machen und nicht nur beim Funk. Aber jetzt gehen wir erst einmal rüber und gucken uns ein bisschen so an, was die Herausforderungen beim Mobilfunkkanal, bei der Mobilkommunikation sind. Und ich bin so ein bisschen überlegen, was ich eigentlich mache, ob ich kurz geschichtlich was dazu sage oder was ganz Modernes. Ich mache, glaube ich, beides. Zunächst mal, es war Heinrich Hertz, der, da steht jetzt 11. November 1886 hier in Karlsruhe, dem berühmten Experiment, dem Funken, das Leben einhauchte, indem er nämlich nachwies, dass ein Funkenüberschlag in einem Draht, in einem anderen Draht gefunden werden konnte. Das war kein Zufallsexperiment, nicht? Das muss man auch mal sagen. Er hat nicht irgendwie mal was erzeugt und dann festgestellt, oh, das ist ja so, sondern es hat vorher schon die Vorhersagen von Maxwell gegeben. Und in den Maxwell'schen Gleichungen, die 1865 gefunden wurden, da steckt ja drin, dass es elektromagnetische Wellen und damit elektromagnetische Fernwirkung geben muss. So, man musste das jetzt nur finden. Und so wie man heute eben im CERN irgendwelchen Teilchen nachjagt, die man vor 50 Jahren vorhergesagt hat, war das da eben ähnlich, nur waren es eben keine Teilchen, sondern Wellen. Und eben der Heinrich Hertz, dem ist es eben gelungen, das jetzt nachzuweisen. Und deswegen wahrscheinlich heißt es auch auf Deutsch Funken in keinem anderen Land. Ne? Also das heißt in Amerika oder so nicht irgendwie Sparking oder Lightning oder Flashing oder sowas, sondern da ist es Radio Communication. Und in Deutsch ist es irgendwie Funken. Whatever. Eben darauf zurückgehend, dass man eben mit einer Funkenstrecke eben diese Fernwirkung nachgewiesen hat. So, dann kam natürlich eine ganze Menge, gerade da, wo sie eben Geräte haben, die eben nicht an einen Draht angebunden werden können, da braucht man das natürlich vornehmlich, also sprich, wenn man mit Schiffen unterwegs ist, das war zu der Zeit noch so, mit Flugzeugen, das kam dann etwas später erst, nicht? Aber wenn man mit Schiffen unterwegs ist, dann will man mit den Schiffen auch irgendwie kommunizieren können und das konnte man natürlich nur drahtlos über Signalgasten, die dann irgendwie gewedelt haben oder irgendwelche Fahnen gehisst haben oder sowas. Und damit ging es dann plötzlich auch wirklich drahtlos und man konnte eben dann schon auch außerhalb des Sichtbereichs, so richtig weit war es aber auch noch nicht, dann eben mit den Schiffen Kontakt aufnehmen. Das hatte verschiedene Applikationen. Irgendwann hat man auch festgestellt, dass das also so toll, wie man es da angefangen hat, nämlich einfach nur breitbandig irgendwie so ein bisschen elektromagnetischen Nebel durch die Gegend zu schicken, nicht so toll ist, weil spätestens dann, wenn das zweite Schiff dazukommt und man die dritte Funkstation hat, dann wird es irgendwie schwierig, weil die sich einigen müssen, wer denn auf welcher Frequenz oder wo und wann funken darf eben. Also man musste da irgendwie mehr und mehr sophisticated werden. Und da Protagonisten waren im Wesentlichen eben hier der Guglielmi Marconi, der eben auch die erste transatlantik-drahtlose Kommunikationsverbindung hergestellt hat. Eine Station stand auf Cape Cod und die andere war irgendwo in Schottland, meine ich. Und seine Antenne war ein Draht, den ein Drachen hochgezogen hat, aufgrund der Tatsache, dass das, was er eigentlich machen wollte, nämlich irgendwie die Antenne kaputt gegangen war. Und dann haben wir noch einen Versuch gestartet und hat so ein Draht an einem Drachen hochgezogen und damit konnte man dann über den Atlantik funken. So, whatever. So viel anders ist es heute auch nicht unbedingt. Ich habe gestern meine Antenne im Garten mal aufgestellt. Das war auch nichts weiter als ein Draht, der im V über den Garten gespannt ist und man konnte das Signal in Christchurch noch empfangen. Es war aber ein digitales FT8-Signal, also ein Amateurfunksignal, mit, ich glaube, 100 Watt oder sowas. Also jetzt nichts sondern nicht Besonderes, aber interessant ist, dass man eben mit so ein bisschen Draht tatsächlich um die Welt kommt. Man stellte fest, dass man damit auch richtig tolle Sachen machen kann und richtig notwendige Sachen machen kann, also zum Beispiel Seenotfunk ist was ganz Wichtiges, damit man also im Zweifelsfall dann Hilfe holen kann. Das Ganze hat natürlich einen ganz tragischen Boost erfahren durch den Untergang der Titanic, nicht? Die also da versucht hat, verzweifelt Hilfe zu holen, drahtlos, und Come Quick Danger und SOS gefunkt hat. Beides, weil das nämlich die beiden Seenotsignale waren, die man zu der Zeit schon hatte. Aber die wurden international nicht verstanden oder nicht eindeutig verstanden,
was auch nicht unbedingt zur schnellen Rettung beigetragen hat. Und erst danach, wie eben der Untergang der Titanic auch in anderen Bereichen, hat er doch zu erheblichen Fortschritten geführt, eben auch im Seenotfunk. So, das ist übrigens heute noch ein ganz wichtiges Kapitel, auch bei der ITU. Sie finden also in den dicken Radio Regulations also ganz, ganz viel über Seefunk, also wie man mit den Schiffen da eben zu kommunizieren hat und wie die Schiffe untereinander zu kommunizieren haben. Jo, gut. Dann so, Deutschland hatte man dann die erste kommerziell verfügbare drahtlose Kommunikationsmöglichkeit mit dem C-Netz 1985. Natürlich hatte man davor Amateurfunker und CB-Funk und so. Sowas gab es da auch schon vorher. Also diese Walkie-Talkie-Sachen bei 27 MHz. Aber mit dem C-Netz war dann erstmal ein damals noch analoges Mobilfunksystem auf dem Markt. Das waren so die Autotelefone. Damals Vertreter und so, die hatten das. Die haben dann noch einen dicken Verstärker im Kofferraum drin gehabt. Und in der Mitte, so in der Mittelkonsole, so einen richtigen Telefonhörer und sowas. Also, wer viel unterwegs war, der konnte sowas brauchen. Und 1982 wurde dann im Prinzip getrieben durch die Europäische Kommission von der Europäischen Konferenz der Verwaltung für Post- und Telekommunikation die Groupe-Spécial Mobil, kurz GSM, ins Leben gerufen. Damals war das noch französisch betitelt. Heute heißt es Global System for Mobile Communication. Das ist ja gleich Abkürzung geblieben, nicht? Man hat sie eben nur anglifiziert und vom Sinn her auch so ein bisschen umgewandelt. 1992 gab es einen Rollout davon, den großen. Und das war 2G, also zweite Generation Mobilfunk. Klar ausgelegt auf Sprachkommunikation. Der Standardkanal im GSM hat 9,6 Kilobit pro Sekunde. Das reicht, wenn Sie es gut komprimieren, für Sprachkommunikation. Aber für Daten, naja, man kriegt dann natürlich auch irgendwie ein kleines Fax durch und man kriegt auch so ein paar Befehle oder so ein Telex oder sowas dadurch. Aber Bilder und Videos und so, das wird dann schwierig, nicht? Aber das ist vollkommen klar. Das hatte man damals aber auch noch gar nicht so im Sinn. Also vielleicht hat man da mal von geträumt, dass man sowas machen kann. Aber bezahlbare Applikationen hat man da noch nicht gesehen und man hatte eben auch noch gar nicht so die Technik dafür. In dem Moment, wo GSM dann losstartete, nämlich 1992, da war der Massenrollout davon. Das war aber auch noch Massenrollout, das ist auch irgendwie groß gesagt. Es war so die Zeit, da gab es dann so Attrappen. Also wenn man dann im Stau stand, konnte man so tun, als wenn man dann durfte das damals noch, als würde man mit dem Handy telefonieren. Und das fiel dann immer auf, wenn dann irgendwie ganz nötig einer von hinten ankam und meinte, kann ich mal Notfall und so, kann ich mal Ihr Handy benutzen? Ja, tut mir leid, das ist gar keins, das ist nur eine Attrappe. Nicht? Also das, was heute Kinder haben, hatten dann auch da so die Porsche-Fahrer, die dann damit ein bisschen angeben konnten. Es gab dann Anrufdienste, sodass man, also wenn man wichtig war, dann wurde man natürlich in dem Meeting mal angerufen. Ne? Und weil es noch nicht so viele Leute gab, die einen angerufen haben, hatte man dann irgendwie jemanden bezahlt dafür, dass er einen im Meeting anruft, nicht? Und dann irgendwas. Auf die Idee kommt man heute nicht mehr, ne? Aber es kam mal ein bisschen später, wissen Sie wahrscheinlich auch, da gab es irgendwie diese Jumbo-Abos und sonst irgendetwas, nicht? Und die Klingelton-Abos und so weiter, also es gab da ganz komische Auswüchse. Wahrscheinlich werden wir aber auf die Zeit heute auch irgendwie in 10 Jahren oder 20 Jahren etwas lächelnd zurückschauen. Na gut, aber als das losging, 92, wurde gleichzeitig aber die dritte Generation in Auftrag gegeben, nicht? Also setzt euch mal zusammen, macht euch mal Gedanken über die dritte Generation Mobilfunk, die dann eben mit sehr viel mehr Daten durch die kommen kann, die aber auch dann einen internationalen Standard darstellt. Es hat sich zu der Zeit gezeigt, dass dieses GSM der absolute Knaller war. Also das war irgendwie der erste überregionale digitale Standard. Und eigentlich hat sich die ganze Welt zu der Zeit auf Europa geguckt und die ganze Welt hat sich auch versucht, da dran zu hängen. Sie können heute nach dem GSM-Standard auf unterschiedlichen Frequenzen, aber 4 Bänder reichen eigentlich, weltweit Sprachkommunikation betreiben. Also mit dem Handy, das 4 Bänder GSM kann, können Sie überall in der fast überall in der Welt, bis auch vielleicht in irgendwelchen Schwarzwaldtälern, funken, nicht? Also Mobilkommunikation betreiben. Die Asiaten haben sich daran gehängt, die Amerikaner haben sich daran gehängt, die haben es natürlich massiv bekämpft zunächst, weil sie ihren CDMA-Standard durchbringen wollten, aber letztlich konnten sie sich gegen die damals relativ große Übermacht der europäischen Technologie nicht wehren. Und es war auch so, dass das tatsächlich hier, also Deutschland, Frankreich, zum Zentrum der Mobilkommunikationsentwicklung auch wurde und Standardisierung wurde. Gemacht wurde das dann zunächst unter dem Dach der European Telecommunication Standardization Institute, der ETSI in Nizza,
wahrscheinlich auch noch eine relativ, oder bei Nizza, eine relativ angenehme Umgebung, in der man auch gern gearbeitet hat. Na gut, so, man hatte dann eben das erste Netz, das D1-Netz und das D2-Netz. Das waren die Deutsche Telekom und Mannesmann Arcor. Und später kam dann eben das E-Netz bei der doppelten Frequenz hinzu. Ja, und heute sind wir so weit, dass GSM bald so langsam abgeschaltet wird. Ich glaube, in Australien, das waren die ersten, die haben es abgeschaltet. Aber es ist davon auszugehen, dass das auch hier passieren wird. Macht aber ja nichts. Es geht ja weiter und weiter. Nicht? In 2000 war dann eben auch das UMTS soweit, also der Universal Mobile Telecommunication Standard. Das war die erste wirklich richtig weltumspannende internationale Zusammenarbeit. Also da waren Chinesen dabei, Japaner waren natürlich sehr stark dabei und Amerikaner waren dabei. Die Chinesen haben damals noch keine so wesentliche Rolle gespielt, aber dabei waren sie auch schon. Und so waren dann unter dem Dach des UMTS verschiedene Standards versammelt. Im Prinzip war es so ein Regenschirm über einem Sammelsurium wirklich unterschiedlicher Techniken, nicht nur unterschiedlicher Frequenzen, sondern eben auch wirklich unterschiedlicher Technologien, die da drin waren. Die Amerikaner wollten sich verwirklichen, die Europäer natürlich sowieso, die haben es ja auch vorangetrieben, aber die Chinesen und die Japaner eben auch. So, also über die Art und Weise wurde auch relativ viel Wirtschaftspolitik an der Stelle gemacht. Na gut. Dann kam das Jahr 2000, respektive 2001, und da hatte ich dann eben nochmal die Chance genutzt, mal zu gucken, was da passierte, denn es gibt Parallelen zu dem, was momentan gerade passiert. Wir haben momentan hier die Versteigerung, zeige ich gleich noch was zu, der 5G-Frequenzlizenzen. Und das ist das Ergebnis der Versteigerung der in 2001 der 3G-Frequenzblöcke. Und an wen die gingen und was die dafür bezahlt haben. Wenn Sie das mal zusammenzählen, dann hat jeder etwa eine 100 durch 6, also 106 Milliarden Euro, nee, D-Mark, Entschuldigung, bringen Sie durcheinander. D-Mark bezahlt, also jeder bezahlt, insgesamt sind da etwa 100 Milliarden D-Mark zustande gekommen, um die Frequenzblöcke zu ersteigern. Na gut, das sind die Betreiber, die da stehen. Mobilcom ist zum Beispiel mehr oder weniger daran pleite gegangen, hat die Frequenz dann eben auch zurückgegeben. Die Group 3G Quam sagt mir eigentlich gar nichts mehr so richtig, die ist nie groß in Erscheinung getreten. Die anderen Player kennt man da noch, nicht? Da ist also E-Plus aber auch in der Form nicht mehr. Da ist also eine ganze Menge Geld an den Staat geflossen zu der Zeit. Es war so eine Goldgräberstimmung, nicht? Und das hat der Staat eben auch für sich genutzt. Also irgendwie, da gehören ja immer mehrere dazu. Zum einen gehört einer dazu, der das Geld, ich sage einfach mal, abzockt an der Stelle, nicht? Denn man muss sich überlegen, dass man da ja doch eine aufstrebende Technologie mit einem erheblichen Preisaufschlag versehen hat, nicht? Und auf der anderen Seite gehören natürlich auch die dazu, die es bezahlen, nicht? Also wenn die jetzt einfach mal gesagt hätten, wisst ihr was, bei einer Milliarde ist Schluss, na, dann wäre das eben nicht zustande gekommen. Aber so war es halt. Gut, die waren aber auch der Meinung, ich weiß auch nicht, ob es so gewesen wäre, die waren auch der Meinung, wer da keinen Frequenzblock kriegt, der ist weg vom Fenster. Also der als Telekom-Betreiber kann gleich einpacken. Und wenn jetzt zum Beispiel eben die Deutsche Telekom da keinen Frequenzblock kriegt, dann ist über kurz oder lang die Deutsche Telekom weg. Das war die Meinung. Und deswegen haben die sich da so lang gemacht und so viel Geld auf den Tisch gelegt. Um die Parallele noch zu Ende zu ziehen. Heute, das ist der aktuelle Stand, ich muss ihn nur wiederfinden. In der, genau, die 49. Runde. Da sind Sie jetzt gerade im Bieten. Momentan läuft ja gerade die 5G-Versteigerung in Mainz. Und Sie sind momentan hier bei 715, da sehen Sie es, bei 715, 716 Millionen. Wo die enden, man rechnet mit einer Handvoll Milliarden, die da zustande kommen. Und das ist ja, naja, es ist auch schon okay, dass der Staat letztlich mal auch für die Dienstleistung diese Frequenz freizuhalten, internationale Verhandlungen zu führen und so weiter, auch Geld nimmt. Dagegen ist jetzt prinzipiell nichts einzuwenden, aber 100 Milliarden ist eben doch mehr als ein bisschen Geld nehmen. Nicht? Auch wenn es D-Mark waren. Na gut, da stehen wir jetzt in den verschiedenen Bereichen, also hier im 2 GHz-Bereich und im 3,6 GHz-Bereich.
Wer da was wissen möchte, kann da noch in mehr Dinge reingucken. Die Runde 1, ich habe sie eben noch mal rausgezogen, da standen wir noch bei 288 Millionen. Also die hangeln sich jetzt so langsam hoch, wie gesagt, wo sie rauskommen. Ja, das ist ja, das Problem ist ja nicht nur, dass sie das Geld aufbringen müssen, um das Zeug zu kriegen. Sie müssen ja auch noch, sie gehen ja Verpflichtungen ein, dann was aufzubauen. Und da brauchen sie dann schon noch ein bisschen Kapital. Das kriegt man vielleicht auch am Markt. Also wenn man sagt, ey, ich habe einen Frequenzblock, stattet man mich mal mit, was weiß ich, ein paar Milliarden aus, damit ich da die Funkmasten aufbauen kann und so, dann wird das schon, wird wahrscheinlich klappen. Na, weiß man nicht. Na gut, so, die Evolution, da gehe ich relativ schnell drüber und gehe einfach mal auf dieses Bild, das eigentlich auch jedes Jahr erneuert werden muss und veraltet. Ich gehe jetzt mal nicht in die Geschichte auch der zweiten Generation ein, sondern ich steige mal gleich in der dritten Generation hier ein, nämlich genau hier beim Release 99 von Wideband CDMA, das ist nämlich der Start des 3G. Da hatten wir noch 300, steht da gar nicht drunter, in der Standardvariante 384 Kilobit pro Sekunde als Datenrate, Up- und Downlink. Theoretisch hätte man auf 2 Megabit pro Sekunde kommen können, indem man alles kombiniert, aber das ist, glaube ich, so nicht gemacht worden. Und ja, dann damals habe ich aber schon, das weiß ich, habe ich mich noch erinnert, schon überlegt, Mensch, zum einen, wer soll das bezahlen, wenn so eine Basisstation nur für einen alleine arbeitet? Nicht? Das wären ja die 2 Megabit, hätten das bedingt. Und wer braucht das? Also es war auch ja eine Zeit, wo sie auch zu Hause drahtgebunden, so mit ISDN oder ISDN-AB oder mit 2 ISDN-B-Kanälen irgendwie unterwegs waren. Also da kam man dann auch nicht deutlich über 100 und 20, 30 Kilobit pro Sekunde hinaus. Also war das jetzt schon nicht langsam, sondern das war richtig zügig. Und Dienste gab es in der Form ja auch nicht. Also YouTube, das man auf dem Handy nutzen konnte und so, war ja einfach nicht da. Auch das Internet war durchaus weniger ressourcenhungrig, weil erstens hat man weniger im Internet gemacht, man hat sich noch CDs schicken lassen zur Not, nicht? Was ja auch eine durchaus bemerkenswerte Datenübertragungsrate hat, wenn man so eine CD durch die Gegend schickt. Und man hat auch gar nicht die Applikationen so gehabt, die so videolastig und Text und vor allem auch nicht so werbelastig, ja, also so in der Datenvolumen werbelastig waren. Werbung gab es auch da schon im Internet. Na gut, es geht dann weiter. Und ach so, dieses Wideband CDMA ist übrigens das, was in Kraft tritt, wenn Sie auf Ihrem Handy 3G sehen. Das will heute ja keiner mehr sehen. Also wenn da 3G steht, dann ist das ja fast der GAU. Dann haben Sie nämlich dieses Fallback 384 Kilobit pro Sekunde. Und wenn auf Ihrem Handy 2G oder E steht, dann haben Sie Edge, dann kommen Sie vielleicht so auf 100 Kilobit pro Sekunde, wenn überhaupt, oder 57 Kilobit pro Sekunde. Dann machen Sie Datenverkehr über zweite Generation Mobilfunk. Also das will heute keiner mehr sehen auf seinem Handy. Was man wenigstens sehen möchte, ist H. Also bei Android ist es zumindest so, dann steht da immer so ein kleines H unter dem Mobilfunksymbol. Und das ist eben High Speed Packet Access, ne? Also HSPA, erstmal angefangen als HSDPA, D steht hier für Downlink, im Release 5. Und später kam dann HSUPA, also HSUPA für Uplink. Ja, und da haben wir dann Downlink-Datenraten von 14,4 Megabit pro Sekunde und Uplink von 5,7 Megabit pro Sekunde. Wie man genau dahin kommt, Details davon werden wir noch besprechen. Wir sind momentan so in dem kulturellen Wolke hier unterwegs, nicht? Ja, gut. Und wenn das noch zu langsam war, der hat dann eben HSPA Plus angefangen. Manchmal auf meinem Handy steht dann immer so H Plus dabei. Dann habe ich wohl die Möglichkeit, eben das zu nutzen. Und das geht jetzt hier hoch bis 28 Megabit pro Sekunde. Lesen können Sie selber. Dadurch, dass eben mehrere, dafür steht MIMO, mehrere Antennen auf Sender- und Empfangsseite gleichzeitig arbeiten und die unterschiedliche Daten kriegen, die dann mit der entsprechenden Phasen- und Amplitudengewichtung unterschiedlich versehen sind, sodass sie im Prinzip 2 Datenströme aufmachen können zwischen dem Sender und dem Empfänger. Also den wie heißt der? Shannon eigentlich austricksen. Ja, und ich weiß gar nicht, was jetzt so der Standard ist beim HSPA. Also ausgerollt ist das sicherlich bis hierhin mindestens. Damit bin ich nicht ganz sicher, ob Sie 168 Megabit pro Sekunde in den Netzen haben.
vielleicht nicht nur auf der Hannover Messe oder CeBIT, sondern eben auch sonst wo. Also in der Stadt irgendwo mal, auf dem Land sicherlich nicht. Ja, an der Stelle sind wir jetzt. Dazu kommt dann immer noch, dass Sie, naja, was können Sie denn tun, damit Sie höhere Datenrate kriegen? Sie können höherwertige Modulationsarten verwenden, das haben wir uns schon mal angeguckt. Sie können eine höhere Bandbreite verwenden. Höhere Bandbreite heißt, Sie lassen mehrere 5 Megahertz breite Blöcke für sich arbeiten oder sogar mehrere Basisstationen für sich arbeiten, die am gleichen Standort oder an unterschiedlichen Standorten sind. Das ist mal gerade egal, es sind eben mehrere Basisstationen, die für Sie arbeiten und mit Ihrem Handy gleichzeitig sprechen. Oder Enddevice müsste man ja sinnvollerweise sagen. Oder Sie können eben auch mit MIMO diesen Trick nutzen, dass Sie eben über mehrere Antennen auf Sender- und Empfängsseite mehrere Datenströme gleichzeitig aufmachen. Auf der gleichen Frequenz, ist entscheidend dabei, zur gleichen Zeit. Okay, so, dann kam die Long-Term Evolution. Wobei man jetzt sagen muss, dieses mit dem Long-Term, das klingt ja so, als wenn das jetzt so das Ende wäre und dann macht man evolutionsmäßige Schritte weiter und weiter und weiter. Das ist 4G. Weil das noch gar nicht so ganz stimmt. 4G ist eigentlich erst ab hier, also ab so Release 10, weil ich werde da gleich noch was zu sagen, was denn eigentlich 4G wirklich heißt. Also es gibt eine Spezifikation, was 4G sein soll. Das hier ist erst 4G. LTE Advanced. Auch wenn natürlich die Hersteller gerne, also sobald LTE fähig war oder das Handy LTE fähig war, es als 4G-Handy verkauft wurde. 4G heißt eigentlich, Sie haben 1 Gigabit Datenrate zur Verfügung und das ist eben bei den ersten Standards hier im Release 8 und 9 nicht gegeben. So, nun aber dieses Long-Term Evolution klang eben so, als wenn das jetzt so für lange Zeit so der Weg sein wird. Wie Sie wissen, ist das nicht so, denn relativ schnell nach 4G ist dann eben das 5G ausgerollt worden, was hier noch gar nicht drauf ist und was ja auch noch nicht kommerziell verfügbar ist, weil es wird ja auch gerade versteigert. Aber man weiß schon, was man da machen will. Wenn Sie wollen, Sie können sich das wünschen, dann können wir natürlich auch über 5G noch mal ein bisschen sprechen. Aber das habe ich hier noch gar nicht so drauf. So, mal gucken, ob das geht. Wo sind wir denn jetzt? Wo ist meine Maus? Gut, dann machen wir das aber jetzt nicht heute, sondern morgen ist Donnerstag. Wollte ein EMT, brauchen wir nicht. So gut, hier habe ich nochmal, rausgesucht. Mensch. So, was braucht man eben hier für die Definition nach IMT Advanced? Das ist nicht der letzte Standard. IMT 2020 ist der letzte. Ich glaube, ich nehme einfach hier so ein paar Sachen raus, die man damit erreichen wollte und hat. Also einmal User Equipment Suitable for Worldwide Use. Worldwide Roaming Capability und da unten, das ist so das Technische, was man so finden kann in dem Ding, vor allen Dingen hohe Spitzendatenraten von 100 Megabit für High Mobility, also sprich Auto, Zug, oder 1 Gigabit pro Sekunde für Low Mobility, also sprich Fußgänger oder sitzend irgendwo, nicht? Also im Büro oder so, dass man das haben kann. Und das eben erreicht man erst mit, wie ich eben schon sagte, mit Release 10, also mit LTE Advanced und eben noch nicht mit LTE einfach so. Wie man das erreicht, hatten wir besprochen. In 5G, ohne da jetzt allzu viel vorwegzunehmen, hat man noch ein paar mehr Anforderungen. Man hat sicherlich die hohe Datenrate dabei, aber es geht auch vor allen Dingen bei 5G darum, dass man mehr und mehr in die Richtung des Internet of Things geht. Also mehr und mehr auch Dinge mit kleinen Datenraten, aber vielleicht die Notwendigkeiten geringer Latenzzeit und so weiter ins Leben ruft. So, und insofern ist eben diese Aussage von unserer Wissenschaftsministerin, die da eben sagte, ich glaube, das hatte ich ja schon gesagt, ne? Die eben sagte, nicht jede Milchkanne braucht einen Internetanschluss, einfach falsch, vollkommen falsch. Es ist richtig, nicht jeder Bauer überall braucht Breitband-TV oder 8K-TV oder sowas, nicht? Aber jede Milchkanne braucht für die Supply Chain der Zukunft
einen Internetanschluss. Da bin ich schon von überzeugt. Ich muss zwar ab und zu nur mal ein paar Daten senden. Ich bin gerade 3 Grad warm und stehe hier am Straßenrand und will abgeholt werden oder so, nicht? Aber das muss eben dann kommen können, ne? Okay. So, gehen wir mal so ein paar. Ich glaube, das hier technische Basis und Trivia. Also Trivialitäten heißt das eigentlich, ne? Sie kennen ja vielleicht so Trivial Pursuit als Spiel, wo man eben mit Trivialfragen, die man eigentlich vielleicht so nicht wissen muss, ein Spiel darauf aufbaut. Ich möchte das kurz nutzen, um ein bisschen zu reflektieren, was eigentlich grundsätzlich Herausforderungen im Mobilfunk sind, bei Mobilkommunikation sind, gegenüber drahtgebundener Kommunikation. Vieles davon ist völlig selbstverständlich und vielleicht sagen Sie einfach nur so, ja, wusste ich schon, aber auch, ah ja, gut, dass das nochmal gesagt hat. Nicht? Also, wir haben die Funkfelddämpfung. Das heißt, die empfangene Leistung ist Größenordnungen, und zwar 13 bis 14 Zehnerpotenzen in der Leistung, kleiner als das, was Sie senden. Völlig trivial, was er da sagt. Klar, nicht? Gerade wenn du jetzt irgendwie bis Neuseeland oder so willst, dann wird es eben wahrscheinlich in der Größenordnung noch viel unterschiedlicher sein. Aber das Entscheidende eben heißt hier letztlich für die ganzen Devices, die sie damit aufbauen, sowohl für Basisstationen als da, aber etwas weniger, aber auch vor allem für Handys. Sie haben zu einer Zeit und an einem Ort in Ihrem Handy 1 Watt oder 2 Watt unterwegs, die Sie verarbeiten müssen, mit denen Sie klarkommen müssen. Und Sie haben vielleicht zu einer anderen Zeit, vielleicht auch zur gleichen Zeit, an einem anderen Ort in jedem Fall, in Ihrem Handy, aber das nur Zentimeter von dem anderen oder Millimeter von den 2 Watt entfernt, irgendetwas, das ist im Bereich von Pico oder Femtowatt. Also richtig klein. Sie haben richtig große Leistungsunterschiede dazwischen. Und jeder, der sich so ein bisschen mit Schirmung und Verkopplung und EMV auskennt, weiß, das ist jetzt nicht mehr so einfach. Also da muss man sich vielleicht 1, 2 Gedanken drüber machen, wie man damit umgeht. Nicht? So, allein weil dieser Dynamikbereich so groß ist. Auf das Übertragungsmedium greifen teilweise unkontrollierbar viele verschiedene Nutzer zu. So, auch das ist so. Die Luft, die teilen wir uns eben alle und auch gerade hier den Äther, wenn ich mal so sagen darf, also im freien Raum, in dem die Wellen unterwegs sind, den teilen sich eben ganz, ganz viele. So, und wenn das so ist, dann braucht das entweder, also entweder gilt das Recht des Stärkeren, ne? Also der den Kanal freiblasen kann, der wird eben gehört und die anderen nicht. Das ist, glaube ich, die schlechteste Variante. Dann gibt es natürlich die Variante, es sind alle diszipliniert, also man hält sich irgendwie an einen Standard, der in der Regel funktionieren soll oder so, also mit gewissen Abstrichen, aber an gewisse Regeln hält man sich und so arbeitet man dann auf diesem Kanal. So kommen dann alle irgendwie mal zum Zug, nicht jeder vollständig und es ist nicht so, dass das Recht des Stärkeren gilt und einer alle niederbrüllt, sondern immer mal der eine und der andere, oder man hat eben einen Master, der alle koordiniert. Nicht? Der sagt, jetzt darfst du, jetzt darfst du, jetzt darfst du, du darfst gar nicht und so weiter. Nicht? Also auch diese Variante gibt. Und das macht zum Beispiel auch den großen Unterschied aus zwischen, zwischen dem Mobilfunk und dem ISM, also dem WLAN und dem Bluetooth. Im Bluetooth darf irgendwie jeder und da gibt es irgendwie, es gibt zwar in dem eigentlichen Inselsystem einen Master, aber es gibt keinen globalen Master, der dann sagt, hier auf der Frequenz, an dem Ort darfst nur du. Und das ist im Mobilfunk anders. Da gibt es den globalen Master. Hier auf dieser Frequenz darfst nur du. Das ist die Bundesnetzagentur in Deutschland. Nicht? Die für viel Geld, oder der Staat kriegt es ja, die dann eben ja, die Frequenzen zuteilt und den Leuten es überhaupt erlaubt, da irgendetwas zu machen. Und dann gibt es im Netz mindestens regional eben den Master. Das ist dann technischer, also die Basisstation, der Base Station Controller, Node B oder wie auch immer man den nennen will, der dann eben den Handys das zuweist oder auch den Basisstationen zuweist, auf dieser Frequenz zu diesem Zeitpunkt darfst du dies und das jenes machen und das koordiniert. Nicht? Also es ist ein hierarchisches System, aber das gibt es so und das wird auch überwacht. Nicht? Also da kann jetzt nicht einer kommen und mal eben hier GSM oder sowas betreiben. Das wird teuer, wenn es einer merkt. So, zudem müssen Sie, da heißt es natürlich auch, wenn Sie, aber das ist eine typische EMV-Problematik, die aber natürlich, wenn Sie so eine Antenne haben, noch etwas heftiger wird, als wenn Sie nur von Kühlschränken reden.
Sie müssen sich selber schützen gegenüber dem, was die Umwelt mit ihnen macht, also was die Umwelt auf sie reinbläst. Und sie müssen auch dafür sorgen, dass sie nicht in Bändern, in denen sie eigentlich gar nicht funken dürfen, irgendetwas funken. Es lässt sich niemals verhindern, dass da irgendwie ein bisschen Leistung aus seinem Handy rauskommt bei einer Frequenz, die nicht zum eigentlichen Mobilfunkdienst gehört. Da haben sie dann vielleicht einen Zwischenfrequenzoszillator laufen oder da gibt es irgendwelche Schaltflanken oder sowas, nicht? Also es kann sein, dass sie sogenannte spurious emissions im ganzen Band irgendwo haben, aber die müssen unterhalb eines gewissen Levels bleiben. Ein bisschen was ist da eben, wie gesagt, erlaubt, aber es muss unterhalb eines Levels sein. So, dann, und da werden wir gleich eine relativ lange Zeit mit verbringen, sind die Übertragungskanäle zeitvariant. Das ist so ein typischer Kabelkanal. Kabelkanal meint drahtgebundene Übertragung, auch optisch drahtgebundene Übertragung nicht. Die ist in der Regel zeitinvariant. Also das Kabel ist einmal gelegt und dann ist das so. Sicherlich nicht für alle Zeiten, aber die Zeitvarianzen sind so langsam, dass man die nicht betrachten muss. Das ist im Mobilfunk natürlich anders. Da haben Sie plötzlich die Hand vorm Handy oder an der Antenne. Da drehen Sie sich um und haben eine andere Phasenlage des Handys oder Ihrer Empfangsantenne zur Basisstation. Da fährt ein LKW vorbei, der macht irgendwie Reflexionen oder so. Da gibt es einen Zündfunken und schon ist der Kanal wieder ein anderer, nicht? Also der Kanal ist zeitvariant und bleibt nicht auf alle Zeiten so, wie er war. So, manchmal hat man nicht mal eine direkte Sichtverbindung. Dann arbeiten Sie, ich meine, so ein Handy macht natürlich auch nur dann Sinn, wenn es batteriebetrieben ist, wenn Sie das an 230 Volt anschließen müssen, ist das halb so ein Spaß, nicht? Weil dann haben Sie immer einen Netzanschluss, auch doof. Oder Batterie vom Autoanschluss und so, ist auch doof. Also das Ding soll batteriebetrieben sein, das heißt, Sie müssen mit relativ wenig Leistung auskommen, Sie müssen mit effizienten Endverstärkern auskommen, mit einer effizienten Datenverarbeitung da drin auskommen. Sie haben nicht viel Platz, Sie haben nicht viel Möglichkeit, Wärme abzuführen. Das ist alles beschränkt, nicht? Und ja, also. Na gut, und der Datenkanal steht in der Regel nur in einem eng definierten Frequenzbereich zur Verfügung. Der ist gesetzlich vorgeschrieben und einzuhalten, Übertragung im Basisband. Das, was Sie da beim Ethernet, was Sie da besprochen haben, das ist halt unmöglich. Also das konnte der Heinrich Hertz noch machen. Dann haben wir jetzt auch den Bogen in diesem Kapitel geschlagen. Also der konnte noch im Prinzip funken im Basisband. Völlig egal, ne? Hauptsache raus. Aber das ist rum. Das geht nicht mehr, wenn Sie mehrere Leute gleichzeitig funken lassen wollen. Und das ist auch gar nicht gewünscht, weil ja unterschiedliche Frequenzen auch unterschiedliche Ausbreitungsbedingungen mit sich bringen, die zum Teil auch gewollt werden. Also es gibt natürlich in unteren Frequenzbereichen, haben Sie relativ wenig Bandbreite, weil von einem Megahertz 1% sind eben bloß 10 Kilohertz, während von einem Gigahertz 10% ist schon, 1% hatte ich gesagt, ne, sind schon 10 Megahertz. Also das ist, Sie haben relativ gesehen immer wesentlich mehr Bandbreite bei höheren Frequenzen, das ist das eine. Niedrige Frequenzen durchdringen aber Materie natürlich besser. Das heißt, wenn Sie in den Keller reinfunken wollen, dann machen Sie es besser nicht bei 10 Gigahertz, sondern vielleicht bei 10 Megahertz oder so. Da kommen Sie einfach tiefer runter in den Keller, aber auch nicht unendlich weit. Bei einem Megahertz oder bei einigen Kilohertz vielleicht noch weiter. Dann haben Sie auf der anderen Seite aber vielleicht auch den Wunsch, dass Sie nur sehr regional begrenzt funken wollen. Also Sie wollen gar nicht, dass das Signal so weit in den Raum rausstrahlt, sodass alle Nachbarn mithören könnten, was sowieso nicht geht, weil chiffriert, wenn Sie digital unterwegs sind. Aber Sie wollen auch die Frequenz vor allen Dingen ein paar Meter später, ein paar hundert Meter später wiederverwenden können, ohne dass da sich alle Störer aus der ganzen Stadt da aufakkumulieren. Und dann nehmen Sie vielleicht 60 GHz, weil da ist gerade die Sauerstoffabsorptionsbande, nicht? Und da kommt das Signal eben gerade überhaupt nicht weit. So, und dann haben Sie natürlich eben die Kurzwellenfunk oder so, da gibt es dann sogar die Möglichkeit, weltweite Verbindungen herzustellen, nicht? Im UKW oder im hochfrequenten Bereich, so ab 100 MHz oder so in dem Bereich jedenfalls, ist die Übertragung im Wesentlichen quasi optisch. Das heißt also, so weit wie Sie gucken können, mal klare Sicht vorausgesetzt, so weit geht die Radiowelle auch, vielleicht ein bisschen weiter, ein paar Prozent, aber nicht sonderlich viel. Im sehr niederfrequenten Bereich, wo zum Beispiel die Funkuhren noch eine Rolle spielen, bei 77 Kilohertz,
Da beugt sich die Welle so ganz wunderbar um die Erde drumherum. Deswegen kommen sie mit der Funkuhr bis nach Südspanien bei 77 Kilohertz, allerdings bei einer